And ladies and gentlemen, good afternoon. In a few moments, we will be arriving at our final destination, station Amsterdam Central. We would like to thank you for traveling with Tarnis today. We hope you have a pleasant evening and goodbye. Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen bei einem weiteren Video. Peace, Freunde, was geht und herzlich willkommen in Amsterdam. Soeben gelandet, angekommen, eingefahren. Wir haben unseren Reiseweg das erste Mal mit dem Zug bestritten. Wir sind von Belgien mit dem Zug nach Amsterdam gefahren. Ich muss ehrlich sagen, chillige Zugfahrt. Lukas, Ehrenmann, hat ohne mir zu sagen einfach erste Klasse Ticket gebucht. Kuss geht raus an den Bruder. Umsonst Drinks. Wir haben uns noch schnell Burger bei Quick geholt. Falls ihr sowas mitbekommen wollt, folgt uns beiden auf Instagram. Und jetzt steigen wir aus und sind in Amsterdam. Herzlich willkommen im Vlog. Viel Spaß in diesem Video. Oh, oh no. Was hast du gemacht? Einfach Fuß gegen das Beton. Ich kann jedem nur empfehlen, Zug, erste Klasse, das Ticket war auch nicht besonders teuer. 70 Euro, glaube ich, gell, pro Person. Ja, sogar weniger. Anscheinend, wenn man erste Klasse mit diesen Zügen fährt, kann man umsonst Limonade trinken. Der Train, damit ihr auch mal ganz kurz seht, ist bequem. Man hat hier diese electrical things. So, hier. Gemüft electrical. Wenn ihr Service wollt, drückt. Sag's mir jetzt. Ist nicht dein Ernst, hast du es nicht gewusst? Für alle Leute, die es interessiert, ich war schon so, keine Ahnung, so 6 bis 10 Mal in Amsterdam. Wie oft warst du schon? 6 bis 10 Mal, Alter. Wer gibt so eine Angabe? Kriege ich jetzt ein Ahu? Ich weiß nicht, von was du sprichst. Und sowas habe ich nichts am Hut. Ah, okay. Ahu. Ah, okay. Wenn diesen. Übel schön hier die Ecke. Ja, ich weiß. Letztes Mal hier war eine fette Baustelle, alles zugebaut wie ein Schuh. Same here, same here. Same here, same here. Same here, bruv. Peace, Freunde, was geht und herzlich willkommen im schönen Amsterdam. Die Sonne scheint leicht bewölkt, wir haben einen wunderschönen Tag. Ich kann mir schon ausmalen in meinem Kopf, was das erste ist, was wir jetzt gleich machen werden. Boy. Also ihr wisst ja auch, meine Vlogs dienen ein bisschen dazu, um euch so ein bisschen zu erklären, wie die Reisen so laufen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir beide sind sehr, sehr zufrieden mit der Reise. Schweden 10 von 10, Belgien 10 von 10 und Amsterdam wird wahrscheinlich eine 11 von 10, weil wir den Sonntag wirklich nochmal als kompletten Pausetag eingerichtet haben. Von heute, Donnerstag bis Samstag, wird durchgehustelt, außer heute. Heute werden wir ein bisschen Friseur noch machen und sowas. Und dann haben wir den kompletten Sonntag frei und Montag Nachmittag wechseln wir in ein, boah, das ist, ich kann schon sagen, in ein sehr, sehr krankes Hotel. Das wird, ich glaube, eines meiner Favorite-Videos so, bis auf die Pommes-Tour, die bei Lukas kommen wird. Deswegen könnt ihr ganz gerne beide Kanäle, wie heißt es nochmal, abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr diese Videos auf keinen Fall verpasst. Kuss geht raus, wir schauen jetzt ins Hotel. What's the smell of weed in here? Here in this room, what did you do? I just can't get enough. Too caught up in your love. Bro, das ist doch nicht dein Ernst. Wir sehen uns gleich im Zimmer. Peace. Mal aus den Vogel. Eine Minute, 37 Sekunden später. Okay, great, yeah. Nice. Would you like to have the welcome drink now or later? Yeah. Now. No. Auf jeden Fall, die Minibar ist free of charge. Und wir kriegen einen Welcome Drink, Freunde. Ladies and Gentlemen, ich filme doch noch mit. This is how we like to start. This is how we like it. Okay, in case you want to use the gym, it's on the 18th floor. We have it and it's open 24/7. Hey, perfect. Bruder, so what would you like du to hast have? Gebucht wie eine Maschine, Digga. Yes! Some champagne, maybe. No, unfortunately, we don't have that. Take a Heineken. Heineken is... It's from here, so everyone takes yeah. It. Yeah, it's fine. Heineken. Yeah, of course. Thank you. And in case you need something, just let me know, okay? Of course. Thank you, bye-bye. Yeah, enjoy so much. And see you, bye. Thank you, bye. The fastest room tour. Passt schon. Auf jeden Fall, Freunde, ihr kommt ins Zimmer rein. Dann habt ihr hier direkt ein Waschbecken. Dort das Bett. Hier ist the toilet. Hier ist the shower. Wie groß will eine Dusche sein? Hey! Genau. Das ist halt jetzt ein Upgrade, was wir wieder bekommen haben. Hier kann man so ein bisschen zick, zick, zick. Hier ist ein Bett. Wir wollen aber noch ein separiertes Bett haben, weil es ein bisschen nervig ist. Wir sind beide sehr groß. Und, you know, don't do that. Don't move on me. So haben wir die erste Nacht geschlafen im Hotel. Ein Auge ist immer offen auf dich, mein Freund. Hier gibt es eine Arbeitsarea.
Die Minibar ist jetzt nicht krass ausgestattet, aber ist free of charge. Also wir können alles da drin, was da drin ist, trinken. Tipp, den ich für euch habe, wenn ihr free of charge Bars habt, egal ob ihr das Zeug trinkt oder nicht, rausnehmen, in den Koffer rein, verstecken. Da wird jeden Tag neu aufgefüllt. Wenn ihr dann an einem Abend ausgibt, habt ihr so 6 Bier. Über den Ausblick müssen wir nicht reden. Der Ausblick ist eine 10 von 10. Das Einzige, was jetzt ist, wir sind nicht ganz so zentral, aber das ist nicht so schlimm, weil dafür ist das Hotel ziemlich geil. So. Ja, dann brauchen wir so 8-9 Minuten rein, 5 Nächte sind wir hier und dann war es das mit dem Trip. Sehr schade, ich bin schon wieder ein bisschen traurig, wir sind so 60% durch. Es ist wirklich unvorstellbar, wie schnell gefühlt war Stockholm und Belgien jetzt. Gut, jetzt machen wir uns kurz fertig, dann gehen wir raus. Also das Telefon ist das Einzige, das hier wirklich keinen Sinn macht. Jetzt, Herr Karli, wie geht's? Verzähl. Aber. Ich will nur, dass sie mal auf die Sch. Hey, jetzt am Kleiner. Kickt er nur. Oh, jetzt beim FC Bolafinger oder wie? F-Jugend schon ist er. Wie alt ist er denn? 17? Ah, du, meine Frau ruft mich, gell? Ich ruf dich zurück, gell? Hallo. Einfach Tornado in Amsterdam. Sieht man das? Hast du nicht gemeint, Amsterdam ist eine Fahrradstadt? Ja. Yes. Yeah. Somewhere in the city. I don't like the city, but yeah, it's my work. I must bring you guys. How hard is it to get into clubs here in? A club in L is difficult. Okay. Yes, you have some connections there? No. Okay. For me it's even difficult. Okay. Auf jeden Fall, Leute, kurzer Cut, aber wir sind im Snipes, wir sind wieder in die Stadt gefahren. Es regnet, deswegen kann ich draußen leider nicht allzu viel filmen. Wir haben gerade einen coolen Smietenschuh gefunden für Lukas. 50 Euro Angebot. Der sparsame Fuchs ist unterwegs, versteht ihr? Man muss immer schlau boyen. Schauen wir mal, ob es den Schuh gibt. Das ist ein sehr, sehr geiler Puma. Ladies and Gentlemen, ich habe eine neue Empfehlung für euch. Ich weiß noch nicht, wie er am Fuß aussieht, aber ich bin mir sicher, der sieht sehr, sehr wild aus. 89 Euro. Bei mir gibt's qualitativ. Perfekt. Hey for everybody! Aber ein geiler Song, Digga. Ja. Schreibt mal in die Kommentare, wie dieser Song heißt. Was sagt ihr, Ladies and Gentlemen? Jetzt probieren wir für Lukas mal den, um zu schauen, wie der bei ihm wirkt. Egal, weite Hose, enge Hose, der sieht immer gut aus. Wie fühlt er sich an? Ja, ultra gemütlich. Das heißt, ich muss wieder einen anderen Schuh tragen, weil wir können nicht mit zwei gleichen Schuhen auf jeden Fall rumlaufen. Und auch dadurch, obwohl du einen breiten Fuß hast, wirkt der nicht groß, dein Fuß, gell? Nein, gar nicht. Der kommt sogar besser, als ich dachte. I told you, man. I told you. Ihr schreibt mir öfters auf Instagram, oder besser gesagt, ihr schreibt uns beiden öfter auf Instagram. Hey, was ist das für ein Schuh, was ist das für eine Jacke? Deswegen versuche ich in den Vlogs euch so ein bisschen mitzunehmen und euch zu zeigen, so hey, was kaufen wir uns? Und wir sind auch nicht die Typen, vor allem ich nicht, bin eh arm, die sich irgendwelche teuren Sachen kaufen. Wir kaufen uns immer random Stuff, aber wir suchen halt so ein bisschen speziell aus und lassen uns ein bisschen Zeit. Das Wetter switcht auf jeden Fall ziemlich schnell. Das heißt, wir kriegen mal Regen, wir haben mal wieder Sonne, wir haben mal dies, wir haben mal das. Wir schauen weiter durch die Stadt. Wichtige Mission heute ist ein Barber. Rastafari in Amsterdam, Tingsman, Jabamba Glattin. Jamaikan-Fella. Wenn ich alleine unterwegs bin, ist es nicht so schlimm, Bruder. Ist jetzt nicht so, dass ich den freshesten Cut gerade habe. Wir befinden uns im Nike Store und Lucas is watching for some socks. Auch diese klassischen Nike Socks, weil die sind irgendwie stinky schon in deinem Look. Ja, erstens das, aber jetzt wollte ich sie in Wien kaufen, bin in 3 Geschäften gewesen und keiner von diesen hat ihn. Ganz kurz, ich habe vor ein paar Tagen noch mit Lukas darüber geredet, das wäre der Schuh überhaupt für mich, wo ich gesagt habe, das wäre der Endgegner. Aber den gibt es so für Frauen. Suck your mom, yeah. Einfach unnötig. Regt mich gerade richtig auf, aber ist wie es ist. Der Typ hat mich auch gerade ausgelacht, als ich nach dem Schuh gefragt habe. Ich hätte dich auch ausgelacht. Eigentlich habe ich dich auch ausgelacht. Innerlich. Danke. Bitte. Respekt. Ich denke jetzt, die letzte Station vor dem Friseur wird jetzt Weekday werden. Weekday ist ein Laden, der uns beide immer zufällig, nicht zufällig, sondern zuverlässig ausstattet, würde ich sagen. Es ist ein bisschen teurer geworden, habe ich das Gefühl, weil die halt gewusst haben, okay, die machen eigentlich schon ziemlich cooles Zeug und es ist nicht so mit Emblemen oder Icons vollgestopft, deswegen... Ich war auch schon oft sauer auf die, ganz ehrlich. Das ist so eine meiner Lieblingshosen, ja? Meine Lieblingsjogginghose. Ich habe sogar zweimal. Ja. Einmal habe ich sie mir zu groß gekauft, einmal, das ist mein Lieblingsmodell, ja? Und die habe ich mir dann nochmal gekauft, ein Jahr später, zum selben Preis.
und hatten die keine Hosentasche mehr, also zum Zumachen. Die hatten noch eine Hosentasche, aber keinen Reißverschluss mehr. Hinten so eine Tasche und allgemein war der Stoff einfach leichter und weniger qualitativ. So. Da war ich dann so ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, Alter, ich liebe diese Hose. Ja, ja. Und ja. Ja. Die haben halt gemerkt, dass die Hose beliebt ist und haben sich gedacht, okay, wir produzieren die gleiche Hose, nur billiger. Das ist schon der coolste Weekday, den ich bis jetzt gesehen habe, muss ich sagen, so irgendwie der Eingang und so. Hosenauswahl brauche ich euch nicht erklären, ja, hat Weekday wahrscheinlich die vielfältigste für Männer so. Ich glaube, das war das, gell, das ist das, was du auch hast und das wollte ich mir holen. Nur in weiß oder hast du es in weiß? Ich hab's nicht in weiß. Ah, ich wollte es in weiß oder so. Hier haben wir auf jeden Fall ein sehr, sehr freshes Hemd, was auch so sehr gut sitzt, muss man einfach sagen. Ich sag dir so, wie es ist. Was ist das, L, oder? Ja, aber das ist ja so ein Hemd, das man so als Jacke trägt. Ja, ja, das ist so ausgefüttert. Wenn da bräuchtest du eine XL. Wenn es jetzt ein normales Hemd wäre, würde ich es nehmen, aber... Das Geile ist halt, dadurch, dass es gefüttert ist, sitzt ein bisschen steifer. Dann hast du einen geilen Look auf diesem Hemd. Das ist eher eine Jacke eigentlich. Ja, ja, ja. Ich muss ehrlich sagen, Freunde, das hier, wenn es ein bisschen besser geschnitten wäre, ist absolut blöd geschnitten. Man müsste es so tragen. Wie so eine Jacke geht es auf. And you can take it off, fam. Hier hat Lukas gerade eine... Was wir beide, das ist bei uns so ein Maschinending. Das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Da müssen wir erst Sabrina fragen, ob du das auch tragen darfst, wenn du ohne sie unterwegs bist. Ja, ja. Auch die Länge, Bruder, das kommt schon sehr wild. Das kommt so ein bisschen P. Diddy-mäßig, so weiß ich mal. Vielleicht darfst du mal die N-Bombe droppen, wenn du weiter so frische Klamotten trägst. Nice. Looking pretty out here, innit? 25 Euro. Lucky. Für das Ding hätte ich 90 Euro bezahlt. Das ist halt so, als ob es nicht so ein Weekday-Ding wäre, sondern... Genau, halt so darum geht's. And this is what you gotta understand. You need to understand, fellas. Buy that stuff. So, Freunde, eine kleine Shopping-Session auf jeden Fall gekorbt. Lukas hat sich ein paar Pieces gekauft. Ich persönlich jetzt nicht. Und jetzt geht's weiter. Ich habe einen Barber rausgesucht. Ich werde euch danach sagen, so, ob der gut ist oder ob der nicht gut ist. Der eine Laden, den ich rausgesucht hatte, wollte ich nur sagen, da habe ich ein bisschen verkackt. Der hat gerade Umbauarbeiten auf Google stand bis 21 Uhr. Hi guys. You good? Yeah, I'm good, bro. Auf jeden Fall werden wir so machen. Ich schneide heute meine Haare. Wir versuchen dann direkt im Anschluss oder jetzt dann gleich einen Termin für den Herrn zu machen, dass wir fürs übernächste Video dann wieder perfekt beide aussehen. Ihr könnt aber trotzdem schreiben in die Kommentare, dass wir immer perfekt aussehen. Zumindest ich. Shoot your fucking mute. We're getting our head shaved, innit? A new haircut. Ich glaube, er wird auch einen sehr guten Fade machen. Wir müssen da noch klären, dass du auf jeden Fall ein Appointment kriegst. Weil ich denke, für deine Haare perfekt. Ja. Die Haare sind geschnitten. Ob ich zufrieden bin? Das würde ich sagen, gebe ich euch nochmal als Endresümee. Zu Hause, jetzt wichtig, natürlich, hey, wir sind jetzt sehr lange unterwegs, wir müssen noch einen kleinen Spot finden, um irgendwas zu essen. Wir haben eigentlich Bock auf Pizza, jetzt müssen wir nur schauen, dass wir was Gutes finden, aber dafür ist der liebe Herr Lukas zuständig. He's searching. Deine Cap sieht aus wie Montclair ein bisschen. Yo, ist auf jeden Fall nasty, kalt geworden, rainy und der Geruch auf Weed. Läuft dich diese Straßen? Kurze Frage an euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Des Öfteren kriege ich hier so Blasen, ja? Ihr kennt das Aften, die ein oder anderen von euch im Mund. Hat irgendjemand schon so in der Apotheke oder irgendwo ein Hack gefunden, wie man diese eine Woche überspringen kann, irgendein Mittel, das man draufgeben kann? Also nicht zum Betäuben, sondern irgendwas, was den Heilungsprozess so ein bisschen fördert. Ja, das, dann haben wir wirklich das Leben durchgespielt, wenn wir dagegen was haben. But do you have whole small pizza? I have small pizza, 25 cm, yeah. 30 cm, 35, 45. Pepperoni is not spicy, but I can for you pepperoni with jalapenos paper. Or do you have some chili sauce or something? I have salt chili. Yeah, okay, then we take chili sauce extra. Also, New York Pizza, wir haben jetzt deswegen zwei kleine genommen, damit die frisch machen, weil die sehen ein bisschen trocken aus, müssen wir ehrlich sagen. Card, yes, ich mach schon. Während wir jetzt auf die Pizza warten, zeige ich euch einmal ganz kurz, was meine Meinung zu dem ganzen Haarschnitt ist. Man sieht hier, es ist ein sehr, sehr sauberer Fade. Ich habe ihm natürlich gesagt, ich wollte weniger Haut. Also man sieht von hier die Haut bis hier, oder? Ja. Genau, das ist mir deutlich zu viel. Und wenn man dann hier schaut, sieht man, hier gibt es noch deutlich mehr Volumen von den Haaren.
Also vor allem in dieser Area. So, das sollte eigentlich mehr zusammenstehen. Das heißt, es müsste schon symmetrisch sein. Genau. Das ist das Einzige, was er falsch gemacht hat. Ansonsten ist es ein guter Haarschnitt. Und die 16 mm, habe ich ihm gesagt, oben ist eigentlich eine gute Länge. Naja, und er hat ihn zu hoch gezogen. Er hat ihn zu licht gemacht. Er hätte mehr Volumen da sein müssen. Genau. Also, dass er aber am Ende des Tages, ich bin trotzdem zufrieden, ich kann rausgehen und das fällt auch niemandem auf. Das ist immer nur so ein eigenes Ding, man ist da selber immer ein bisschen kritischer. Hier an dem Friseur. Wow, thank you. We got a juicy pizza. Zu lange drin, Bruder. Ich sag, echt? Ja, ich mag das nicht, wenn der Käse oben schon so zerstört, so braune Flecken hat. Man sieht es auch am Rand, der wird halt so, der wird fast wehtun im Mund. Ja, lassen die einfach zu lange drin. Wir brauchen noch einen dritten Kameramann. Ich bin dein Kameramann, dann brauche ich meinen Kameramann und irgendwann braucht mein Kameramann einen Kameramann, der ihn dann filmt und dann irgendwann... Gehen wir wie so eine Entenfamilie durch Amsterdam. Passt. Schmeckt trotzdem gut. Sorry Leute, dass es jetzt so schlechte Winkel hier sind, aber am Ende des Tages, ihr seht, wie es ist. Auch wenn ich es gern mache, 2-3 Stunden damit verbringen, jetzt den besten Laden rauszusuchen, dorthin zu fahren, wenn man jetzt mal kurz am Abend ist, kann man auch mal so eine 7 von 10 essen, oder? Ich bin da sowieso nicht so schlimm. Und du auch nicht. Genau, manchmal essen wir bei Burger King und sind glücklich. Also, und das hat nichts mit gutem Essen zu tun am Ende des Tages. Ich liebe das 12-Gänge-Menü für 180 Euro oder 280 Euro. Ich liebe aber auch diesen scheiß 2 Euro Double Cheeseburger von McDonald's. King des Monats, das ist mein ultimativer Flex. Ich komme mir gerade vor, wie welche YouTuber machen das, die Kamera so hinschickt. Das ist Mukbang. Das ja, Video mit Mukbang heißt. Mukbang in New York, mit New York bitte. So wird das Video heißen. Nicht. Kann man absolut nicht arbeiten. Gerade. In der Mut. Aber an der Stelle geht auch noch mal ein dicker Kuss raus an Düsseldorf. Weil sie diese Pizzeria da am Eck in diesem Platz, Lupo, die ist ja geisteskrank. Bis heute schreiben mir Leute, hey Lupo, da gehe ich schon seit 30 Jahren hin und so. Legendenladen. Diese Pizza, die würde überall funktionieren, das hast du eh gesagt. Mhm. Herzlich willkommen an euch natürlich auch alle in Amsterdam. Freut euch auf die Videos. Lasst bei Lukas ein Abo da. Like gerne das Video, kommentiert und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Fix oder? Herst oder? Herst oder? Ihr Sand. Ihr Sand da.